ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute war ich mit Lena von Healthy Lena unterwegs und am Ende war ich dann nochmal kurz bei DM und habe so ein bisschen was eingekauft. Und ich zeige euch heute einfach, was in meiner Tüte ist. Normal mag ich Hauls und so eigentlich nicht so sehr. Ich finde irgendwie dieses riesige Massenshopping-Phänomen nicht so toll. Und ich muss auch sagen, ich kaufe eigentlich gar nicht so viel Kosmetik. Ich kaufe immer nur so eine Sache oder eine teure Sache und brauche die dann auf. Und ich habe aber jetzt bei DM so ein paar Sachen gebraucht. Also Shampoo war alle, Concealer war alle, so ein paar Kleinigkeiten, so wie Gesichtscreme und so war alle. Und irgendwie hat sich das dann so angesammelt in meinem Korb. Und das war dann relativ viel später bei an der Kasse. Habe ich mich ein bisschen geärgert, aber dachte ich, okay, ich nutze jetzt die Gelegenheit und mache heute mal so einen richtig klassischen DM-Haul. Also zuerst zeige ich euch von Beleda die mandelwohltuende Feuchtigkeitspflege. Ihr wisst, dass ich immer Jojobaöl benutze für Gesichtspflege, doch das ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn man das mitnimmt, weil ich immer Angst habe, dass es ausläuft. Und deshalb brauchte ich irgendwas, was ich mitnehmen kann. Dann kommen wir zu meinen Haarfavoriten seit, ich glaube jetzt schon 3 Jahren oder so. Und zwar ist es das Balea Professional Lockenshampoo und die Lockenspülung. Und ich benutze ja verschiedene Sachen. Ich habe letztens die Rahua, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, den Rahua Conditioner vorgestellt, dass ich den liebe, liebe, liebe. Er ist wirklich richtig gut, er ist besser als die Spülung von Balea. Nur der Conditioner von Rahua ist auch sehr viel teurer. Also die Spülung von Balea, die kann ich wirklich empfehlen. Die lasse ich auch manchmal in den Haaren drin, so ein bisschen als Kur. Und das Shampoo ist auch super sanft zu meinen Locken. Also ich finde es klasse, es ist ein super Produkt, hat keine Silikone, ist relativ günstig und einfach einer meiner Haarfavoriten, den ich immer wieder neu kaufe. Weshalb ich eigentlich zur DM wollte, ist wegen eines Concealers, und zwar ist mein RMS Uncover Up, den ich ja sonst immer benutze, leider alle gegangen. Und ich habe das schon immer gesehen, dass er irgendwie viel weniger Produkt hat, habe es aber trotzdem nicht geschafft nachzubestellen, was ich normalerweise immer mache. Ich war zu faul, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall laufe ich jetzt schon seit 2 Wochen oder so ohne Concealer rum. Ja, ich weiß, kein Drama, bla bla bla. Aber ich decke schon manchmal ganz gern meine Augenringe ab oder kleine Pickelchen. Und bis jetzt hatte ich immer nur so Foundation, um das zu machen. Und das klappt nicht wirklich so gut, kann ich euch sagen. Deshalb wollte ich zu DM und mir einen Concealer von Alverde kaufen, bis ich mir halt einen neuen von RMS bestelle. Ja, da stand ich dann vor dem Counter sozusagen. Und da gab es ziemlich viele coole Produkte. Und ihr wisst, dass ich den gebackenen Duo Bronzer von Alverde sehr gerne mag. Und dachte ich, ja, ich probiere noch ein paar andere Produkte aus. Also es gab auch noch so einen Lidschatten, den ich sehr gern mag. Und dachte, ja, ich gebe jetzt noch ein paar anderen Produkten eine Chance. Und da waren ein paar echt coole Sachen dabei, die ich euch zeige. Ich habe ja schon gerade erwähnt, dass ich den Duo Bronzer von Alverde sehr gerne mag. Und neben dem lag das Multikorrekturpuder. Und das ist irgendwie so ein... Oh, jetzt kriege ich es nicht mal auf. Das hat sehr komische Farben. Gelb, lila, grün und so einen leichten Schimmer. Wirkt farbausgleichend. Grün kann Rötungen neutralisieren. Gelb kann Äderchen und Augenringe kaschieren. Lila kann Pigmentflecken ausgleichen. Und das halt hier irgendwie so einfach wild zusammengemixt in einem sehr schönen Muster aber. Und ich werde das einfach mal ausprobieren, ob das wirklich neutralisiert, wenn man irgendwie Augenringe hat oder hier so ein bisschen gerötet ist. Muss ich einfach mal ausprobieren. Dann, was mich auch sehr ärgert, ist, dass ich meinen Highlighter von RMS nicht finde. Der war relativ teuer und der hält jetzt schon ziemlich lange. Ich glaube, der hält jetzt schon 3 Jahre, weil ich mir nur so ganz bisschen auf den Wangen benutze und es reicht dann auch schon. Ich suche ihn jetzt schon seit mehreren Wochen. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo verloren, vielleicht im Urlaub oder irgendwie auf dem Weg zu meinen Eltern. Ich weiß es nicht genau. Deshalb habe ich mir jetzt einen Highlighter von Alverde gekauft, besser gesagt 2, einmal so einen Highlighter-Stift und ein Sunkissed-Highlighter, genau, in so einem Glas-Tiegelchen. So sieht das dann aus, wie so Lipgloss trägt man den dann auf. Also nicht auf den Lippen, auf den Wangen. Und ich habe den Sunkissed-Highlighter genommen. Es gibt noch den Pearl-Highlighter. Der sah aber relativ blass aus und ich bin ja eh schon blass und da möchte ich so ein bisschen sonnengeküsst einfach aussehen, hoffentlich, mit diesem Highlight. Dann, was ich auch entdeckt habe, was ich schon lange mal ausprobieren wollte, ist ein Eye Brightener. Hier steht kristallblau, ich glaube, das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich wollte weiß oder so. Warum habe ich jetzt kristallblau gekauft? Ich glaube, es gab nur den. Ich glaube, dieses Bläuliche soll dafür da sein, dass die Augen einfach ein bisschen mehr strahlen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich noch einen Kajal-Eyeliner in Pearly White gekauft. Ich weiß nicht genau, für was man das benutzt, aber ich werde mir jetzt ein paar Tutorials anschauen, wie Augen einfach durch Make-up ein bisschen frischer aussehen. Und ich glaube, sowas ist da bestimmt auch mit dabei. Weshalb ich eigentlich zur DM wollte, ist wegen eines Concealers. Leute, weswegen ich eigentlich zur DM bin, war doch der Concealer. Hä? Oh nee. Das gibt's nicht. Ich habe
habe den doch eingepackt. One thing I bought while I went to DM is not here. Ja, auf jeden Fall bin ich ja eigentlich zu DM. I guess I didn't pack it or... I'm sitting on it. Ich habe es gefunden. Okay, kein Drama. Okay, weswegen ich eigentlich zu DM wollte, war ja wegen eines Concealers. Und dann habe ich diesen hier entdeckt. Das ist der Cream to Powder Concealer in der Farbe Natural Beige. Und der sah nämlich so ähnlich aus wie der von RMS. Also nicht ganz so weich, aber auch in so einem kleinen Tiegel, sodass man den irgendwie so auftragen kann. Und ich glaube, der ist so von der Konsistenz auch echt dem relativ ähnlich, dem vom RMS. Und der lässt sich sehr sanft, samtig auftragen, finde ich, auf der Hand. Ich habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal ein ganz guter Ersatz für meinen RMS Concealer. Und ich werde berichten. Und was ich mir dann auch noch gekauft habe, ist dieser Coverstick, so ein Korrekturstick für so, wenn man irgendwie so kleinere Punkte hat, irgendwie so kleine Pickelchen oder so, oder kleine Rötungen, dass man dann nochmal ganz gezielt, detailliert die dann auch abdecken kann. Da ich das letzte Mal richtig begeistert vom Lidschatten war, den ich gekauft habe, ich weiß gar nicht mehr welcher, das war so ein relativ matter, habe ich heute mal einen so ein bisschen schimmerigen gekauft, einen gebackenen Lidschatten. Und das ist irgendwie so ein Braun-Gold, aber das Gold ist wirklich sehr zurückhaltend. Und Augenbrauenpuder. Und zwar habe ich Augenbrauenpuder lange benutzt, ist dann alle gegangen und es war nicht Naturkosmetik. Und ich habe bis jetzt kein neues gekauft und ich habe noch so ein Augenbrauengel, ein altes, was ich jetzt schon ewig lang benutze. Also ich habe schon mal so ein bisschen Wasser da wieder reingefüllt, damit ich es noch weiter benutzen kann. Und ich brauche jetzt mal was aus dem Bereich Naturkosmetik und ich probiere das jetzt erstmal aus. Ja, ich glaube, das war's im Bereich Kosmetik. Gehen wir weiter. Viele andere Kategorien gibt es jetzt gar nicht mehr, denn jetzt kommt auch schon Food. Und zwar habe ich entdeckt, dass es nicht mehr die Alnatura-Produkte im DM gibt. Das ist, glaube ich, schon länger so, aber wie gesagt, ich gehe nicht so oft shoppen und durch Läden, deshalb habe ich das irgendwie ein bisschen verpasst. Ich habe davon aber gehört, also ich bin immer up to date. Und da habe ich mich einfach ein bisschen umgeschaut, was es so gibt, aber die Auswahl ist ja eigentlich genauso gut wie vorher von den DM-Produkten her. Und dann habe ich Räuchertofu entdeckt und ich liebe, liebe, liebe Räuchertofu. Und es ist ein Bio-Sojabohnen aus Österreich, ist auch ziemlich cool. Und habe ich mir überlegt, was mache ich heute mit Räuchertofu. Und was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ist Spaghetti Carbonara vegan. Dafür braucht man noch Spaghetti. Und dann habe ich mir noch die Hafercreme Cuisine zum Kochen und Verfeinern. Das ist dann wieder von Alnatura gewesen. Ich glaube, die Produkte gehen halt jetzt einfach alle und dann werden keine neue nachbestellt in den Regalen. Und dann braucht man noch Cashews, Zwiebeln, Knoblauch, so ein bisschen Kräuter und kann echt gute vegane Carbonara machen. Und das werde ich jetzt gleich mal machen. Ja, dann hoffe ich, hat euch dieses random Video von mir gefallen. Ich wollte jetzt gerade anfangen zu kochen, dachte, nein, ich mache jetzt noch schnell hier meine Tüte, mache einen kleinen Haul endlich mal. Ich mache ja, wie gesagt, nicht so wirklich so oft Hauls und bin eigentlich gar nicht so ein Haul-Fan, aber sowas finde ich eigentlich dann doch ganz interessant, was Leute auch so ein bisschen zum Essen shoppen oder wenn sie mal was Neues ausprobieren, was ihnen da so in die Hand fällt, gerade wenn es um Naturkosmetik geht. Gibt es irgendwelche Produkte bei DM, die ihr eigentlich immer mitnehmt, wenn ihr drin seid? Also auch wenn ihr sagt, ich will jetzt wirklich nur Klopapier kaufen, aber dann kommt ihr mit 60 anderen Sachen raus. Was ist da immer so dabei, was ihr halt eigentlich immer mitnehmt? Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, abonniert mich sehr, sehr gerne. Ich mache sehr viel zum Thema Naturkosmetik und veganes Essen und Fair Fashion. Deshalb, wenn ihr da mehr informiert bleiben wollt, dann abonniert mich gerne und es gibt bald wieder ein neues Video. Tschüss! Anne Apple Pie fragt, was sind deine liebsten Fair Fashion Marken? Die sind auf jeden Fall Jelle & June, weil die eigentlich so ein cooles, minimalistisches Design haben, was irgendwie zu allem passt und preislich gesehen echt noch völlig okay sind. Also man muss halt einfach wissen, ein Pulli kann nicht 10 Euro kosten, der kostet halt 70 Euro. Also ein Pulli, der fair trade ist, der irgendwie aus Biobaumwolle ist, der kann einfach nicht 10 Euro kosten. Deshalb sage ich immer, dafür sind die Preise echt okay.